Kapitel 14. Latias, die verlorene Gottheit. Wir waren alle bereit für den Kampf gegen den Tyrannen des Waldes. Auf unserem Weg zum Zentrum besprachen wir noch etwas Strategie. Ehrlich gesagt, nahmen wir alle den Kampf relativ locker. Und es gab nur einen wirklichen Punkt in unserer Besprechung. Auch wenn ihr selber das natürlich nicht passte. Wir waren uns wirklich alle außer ihr einig, dass Funkenherz in diesem Kampf keine große Rolle spielen sollte. Die Hauptrolle würde klar Ivy gehören. Aber Funkenherz hatte nicht nur keine Kampferfahrung, sondern auch einen unfassbaren Typennachteil. Shinux, der zumindest den zweiten Punkt auch erleiden musste, würde sich darum kümmern, dass sie sich nicht wieder eigenständig machen würde. Und bald kamen wir an der großen Mauer an, an der ich vor kurzem bereits selber zum ersten Mal stand. Ivy wirkte bereits von diesem Anblick schockiert. Eine Mauer. Groudon hat euch eine Mauer um das Stammesgebiet bauen lassen. Ist dieser Kerl wahnsinnig? Doch schnell verteidigte Blatt unseren Feind erneut. Also, er hat sie uns nicht bauen lassen. Er wusste selber, wie ungerecht das uns gegenüber wäre. Er hat sie selbst gebaut. Ich fand das wirklich interessant. Ivy hingegen schien es nicht wirklich zu interessieren. Na toll. Egal, wer sie gebaut hat. Sobald Groudon endlich Geschichte ist, kommt sie sofort weg. Wer sind wir denn? Der Stamm hat keinen Grund, sich so zu verstecken. Groudon sagte, dass es dabei helfen würde, den Überblick über Besucher zu bewahren, da sie nur an einem Ort eintreten könnten. Damit er alle, die ihm nicht passen, gleich wieder rauswerfen kann. Toll! Dann soll er seinen tollen Eingang doch am besten gleich selbst benutzen. Aber nicht als Ein-, sondern als Ausgang. Bald erreichten wir die Öffnung in der Mauer. Groudons Eingang in das Gebiet des Stammes. Ivy zögerte keine Sekunde damit einzutreten. Und wir alle folgten ihr. Schon nach wenigen Metern bemerkte ich ein Rascheln im Gras. Ähnlich wie bei meiner ersten Ankunft an diesem Ort. Und tatsächlich war es sogar dasselbe Psyana. Nur dieses Mal wurde es logischerweise nicht von Blatt begleitet. Natürlich erkannte es Blatt und Ivy jedoch sofort. Ihr seid zurück. Du bist wirklich wiedergekommen, Ivy. Wie du siehst, bin ich das. Und dieses Mal bin ich vorbereitet. Bring uns zu Groudon. Heute endet seine unrechtmäßige Herrschaft. Es waren keine weiteren Worte nötig. Wortlos zeigte uns das Psyana den Weg ins Lager. Auch wenn ich mich fragte, wozu Ivy dies verlangt hatte. Ich war mir sehr sicher, dass sie den Weg auch so gefunden hätte. Und Blatt sowieso. Doch egal, durch wen geführt, wir trafen bald im Lager des Stammes ein. Das Zentrum des Waldes. Einige Evoli-Formen gingen hier ruhig ihren Tätigkeiten nach. Es schien ihnen allen tatsächlich gut zu gehen. Je näher wir dem Ziel kamen, desto mehr gab sich der Eindruck, dass Groudon zwar unrechtmäßig an seine Position gelangt, aber trotzdem kein wirklicher Diktator war. Und auch wenn ich das Ivy gegenüber niemals zugegeben hätte. Ich verstand durchaus auch den Sinn hinter der Mauer und konnte den Bau nachvollziehen. Viele der Pokémon schienen sehr überrascht von unserem Auftauchen. Und ich denke, es ist relativ klar, dass wenn ich unserem sage, ich vor allem Ivy meine. Geht selber zu Groudons Bau. Ihr seht ihn ja eindeutig, da Groudon nun einmal einen etwas größeren Bau benötigt als wir anderen. Viel Glück. Was mich wahrlich schockierte war, dass ich zwar derartige Ausrufe aus mehreren Ecken hörte, doch niemand wirkte wirklich enthusiastisch. Es hörte sich an, als würden sie Groudon beinahe lieber als Herrscher behalten wollen. Doch sie hatten auch nie erlebt, was er alles im Krieg getan hatte. Dieser Kampf war auch etwas Persönliches. Und so betraten wir den größten Bau auf der ganzen Lichtung. Der kleine Saal war bei unserem Eintritt vollkommen leer. Unter uns ertönte jedoch eine Stimme. Da am Ende des Raumes eine große Treppe nach unten führte, schloss ich daraus, dass Groudon sich gerade in einem Raum unterhalb von uns befinden musste. Was gibt es? Ist es wichtig? Und ob es wichtig ist, beweg deinen verdammten Godzilla-Arsch sofort aus diesem Wald, oder ich muss überzeugender werden. Die einzige Antwort waren ohrenbetäubende Schritte, die die Erde unter uns erschütterten. Sekunden später erschien unser alter Bekannter auf der Treppe. Ivy, du bist tatsächlich zurückgekehrt. Ich dachte, du hättest aufgegeben. Ich dachte, du wärst klüger. Und dieses Mal hast du auch noch andere mitgebracht. Tatsächlich warf Groudon Blatt einen enttäuschten Blick zu.
Sogar du, Blatt. Ich dachte, du wärst mein Mitstreiter. Nachdem du mir so zur Seite standest beim Aufbau meiner Ordnung. Du standest was? Für mich kam die Neuigkeit nach allem, was kam, inzwischen ehrlich gesagt nicht mehr sonderlich überraschend. Für Ivy jedoch offenbar schon. Blatt ignorierte ihren Zorn jedoch. Es tut mir leid, Groudon. Ich stimme vielen Dingen zu, die du hier im Stamm getan hast. Ich bin auch immer noch der Meinung, dass deine Weise zu herrschen sehr gut war. Aber ich wurde immer so erzogen, dass wenn es eine Sache gibt, die über allem steht, dass es die Familie ist. Ich stehe immer auf Ivys Seite, egal was ist. Und in diesem Fall stellt mich das gegen dich. Groudon wirkte für einen Moment nachdenklich. Ich verstehe. Nun, ich werde getun, was getan werden muss, um meine Rache zu vollstrecken. Aber ich werde nach eurer Niederlage nicht nachtragend sein. Ich verstehe deine Motivation und hoffe, dass wir auch danach noch zusammenarbeiten können. Ein Danach wird es nicht geben. Ich werde im Namen meiner Blutlinie alles geben, um diese Schlacht zu gewinnen. Trotz allem bist du nicht der rechtmäßige Herrscher des Stammes und hast dir die Position aus niederen Drängen heraus erkämpft. Ich verstehe zwar nichts von dem, was hier gerade abgeht, aber trotz allem haben wir auch noch eine Rechnung zu begleichen, Groudon. Wir werden für Chelast kämpfen und siegen. Nun gut, so sei es. Groudon eröffnete den Kampf schnell mit einem Felsenhagel. Zwar war der Angriff relativ bedrohlich, doch im Vergleich zu dem, was Proto-Groudon uns hatte spüren lassen, war es ein Witz. Blatt hielt sein Wort und kämpfte mit aller Kraft, so wie wir alle. Nur Ivy selber schien etwas unentschlossen. Die Einsicht, dass Blatt Groudon tatsächlich unterstützte, traf sie immer noch. Doch trotz allem schien der Kampf ein leichtes Spiel für uns zu werden. Groudon hatte uns eigentlich nichts entgegenzusetzen. Er versuchte es, schaffte es aber nicht. Doch in einem kurzen Moment der Überschwänglichkeit machte er schnell einen neuen Plan. In Sekundenbruchteilen griff er Funkenherz, die etwas mehr in den Vordergrund gerückt war. Eine falsche Bewegung und sie muss dran glauben. Wir alle stoppten in der Bewegung. Groudon zu besiegen wäre kein Problem für uns. Aber jetzt konnten wir keinen Angriff riskieren. Nicht solange Funkenherz in solcher Gefahr schwebte. Doch wieder gab es einen unter uns, der sich nicht für Groudons Drohung interessierte. Ohne weitere Vorwarnung griff Blatt einfach erneut an. Doch wieder alle Erwartungen. Tat Groudon nichts. Er sah Blatt geschockt an. Wieso greifst du mich trotzdem an? Hast du mich nicht gehört? Doch, das habe ich. Aber ich kenne dich. Du würdest es nicht über dich bringen, die kleine Funkenherz zu verletzen. Ach, würde er nicht. Aber bei Chelast war es kein Problem, oder? Er hat doch recht. Sofort ließ er die ebenfalls sehr irritierte Funkenherz gehen. Damit erstaunte er uns wohl alle. Was starrt ihr mich so an? Denkt ihr denn wirklich, ich hätte gar kein Herz? Solche Opfer ist meine Rache nicht wert. So was sagst du jetzt? Und bei Chelast, da war es das wert. Es wäre das Opfer wert gewesen, wenn ich das Ziel erreicht hätte. Habt ihr je versucht, meine Perspektive zu sehen? Chelast selber hätte mir zugestimmt, hätte er nur gewusst, worum es geht. Es ging um dein Juwel. Und kaum hattest du ihn, wolltest du das gesamte Universum an dich reißen. Es ging dir nur um Macht. Was soll ich gewollt haben? Mehr und mehr zeigte sich, dass Groudon viele Überraschungen für uns parat hatte. In der Menschenwelt? Du hast den Juwel von Darkrai bekommen und anschließend versucht, ihn zu stürzen, die dunkle Armee zu übernehmen und das gesamte Universum zu deinem Reich zu machen. Das soll ich alles... Heißt das etwa sie... Heißt das, sie alle hatten... Nein! Es kann nicht sein! Was kann nicht sein? Ich will Erklärungen. Jetzt! Statt Groudon war Blatt derjenige, der Licht ins Dunkel bringen wollte. Ich habe es euch immer gesagt, Groudon ist kein schlechtes Pokémon. Es hat eine Weile gedauert, aber ich habe euch gesagt, ich weiß manche Dinge über ihn oder konnte mir Dinge erschließen, die doch sehr plausibel wirken. Also... Ja, und zwar begann alles vor 1000 Jahren. Es begann damals, als Arceus besondere Wesen aus der damals einzigen Welt erwählte, um Weltengeister ihrer eigenen Welten zu werden. Es sollte mehr von den Weltenbäumen geben. Und so wählte er besondere Pokémon aus und gab ihnen große Macht. Groudon war einer von ihnen.
Entgegen der Hoffnung war Groudon jedoch auf Dauer nicht imstande, seiner eigenen Macht standzuhalten. Lass mich die Geschichte doch selber erzählen. Blood nickte kurz und verstummte. Ich war nicht so mächtig, wie sie sich erhofft hatten. Und so verbündeten sich die legendären Pokémon und erschufen den blauen Juwel. Diesen gaben sie Kyogre. Mithilfe dieser Maßnahmen bezwangen sie mich und sperrten meine Macht in ein Juwel. Und sie prüften mich. Sie verbreiteten Legenden im ganzen Land und versteckten den Juwel an einem mir unzugänglichen Ort. Würde ich es schaffen, wieder an den Juwel zu kommen, obwohl alle Welt mir misstraute, dann wäre ich würdig. Dann würde ich meine Macht und meinen Status als Weltengeist zurückerlangen. Und ihr standet mir im Weg. Ihr habt dafür gesorgt, dass der Juwel verloren ist. Es ging um mehr als um meine Macht. Es ging um meinen Weltenbaum. Ein Weltenbaum kann auf Dauer nicht ohne einen Weltengeist existieren. Und nun hat der meine seinen Herrscher für immer verloren. Und ist verloren. Also willst du nun uns die Schuld geben? Sieh dir an, was geschehen ist. Du hast bei der Prüfung, die dir gestellt wurde, schlicht versagt. Du hast versucht, andere mit Tyrannei dazu zu bringen, dir zu helfen. Und das Ergebnis haben wir alle gesehen. Du bist willensschwach. Selbst wenn du den Juwel wieder hättest. Du bist nicht stark genug, um nicht wieder Opfer deiner eigenen Kraft zu werden. Tatsächlich schien Groudon Verständnis für Eevees Einwand zu haben. Ich weiß! Und trotzdem war ich bereit, jedes Opfer einzugehen, um meinen Weltenbaum zu retten. Deshalb habe ich all dies getan. Jetzt ist es zu spät. Es geht nur noch um Rache. Und eine Rache ist keine solchen Opfer wert. Glaubt mir, hätte ich vorher gewusst, wie es enden würde, hätte ich nichts von alledem getan. Somit hatte ich gar nicht viel selber machen müssen, um die wahren Hintergründe Groudons zu erfahren. Er hatte sie uns freiwillig erzählt. Und auch wenn Groudon sehr viele Fehler gemacht hatte, seine Motivation war für mich doch sehr verständlich. Als ich in diesen Stamm kam, wollte ich zunächst nur Rache. Aber als du fort warst und ich vor all den Pokémon stand, die mich nun als Anführer hatten, ich sah die Chance für einen Neuanfang. Ich sah für mich die Chance, eine neue Existenz zu beginnen. Aber ich habe damals schon vermutet, dass der Stamm nur ein erster Schritt werden würde. Ich werde nicht weiterkämpfen. Du bist die rechtmäßige Herrscherin dieser Pokémon. Und ich werde nicht weiter dafür sorgen, dass du diesen Platz nicht einnehmen kannst. Also werde ich in die Welt hinausziehen und hoffentlich eine normalere Existenz beginnen können. Eevee sah Groudon mit immer noch bösem Blick an. Dann drehte sie sich zu uns. Wartet bitte kurz hier. Wieder wandte sie sich an Groudon. Du auch. Daraufhin verließ sie den Bau und kletterte auf das Dach des Gebildes. Blood klärte uns schnell auf. In der Regel begibt sich der Anführer des Stammes an eine erhöhte Position, um Versammlung einzuberufen und Verkündung zu machen. Auch wenn Groudon das aufgrund seiner Größe ohnehin nicht nötig hatte. Alle Evoli und ihre Entwicklung versammeln sich. Während die Pokémon sich um den großen Bau sammelten, schien Funkenherz tatsächlich ihre erste Angst vor Groudon verloren zu haben und redete nun mit ihm. Bulbi und Shinnok war offensichtlich wirklich nicht wohl bei der Sache, da sie sehr nah bei ihrer Tochter standen. Groudons unrechtmäßige Herrschaft ist zu Ende. Ich nehme wieder meinen Platz an der Spitze des Stammes ein. Es war Jubel zu vernehmen. Überschwänglich wirkte er jedoch nicht. Doch Eevee war noch nicht fertig. Aber auch ich werde gleich wieder abreisen. Meine Freunde brauchen meine Hilfe in einem neuen großen Krieg. Um alle Welten zu beschützen, muss ich sie begleiten. In meiner Abwesenheit wird mein Bruder Blood die Vertretung übernehmen, bis ich an diesen Punkt zurückkehre und... Eevees Tonlage verriet ihren Gedankengang doch sehr klar. Sie dachte, ich kann selber nicht glauben, dass ich das jetzt sagen werde. Und da es ihm noch an Erfahrung mangelt und ich auch an die Interessen des Stammes denken will, wird Groudon ihm dabei zur Seite stehen. Während dieses Mal deutlich lauterem Jubel stieg sie hinab vom Bau und gesellte sich wieder zu uns. Blood und Groudon schienen beide ebenfalls ziemlich aus der Bahn geworfen zu sein von Eevees Ankündigung.
Sie richtete noch einige klare Worte an die beiden. »Ich mache das nicht nach bestem Gewissen, aber ich weiß, dass der Stamm dich als Anführer gemocht hat, Groudon. Aber dass du den Titel als Anführer trägst, ertrage ich nicht. Deshalb wirst offiziell du das machen, Blatt. Und eine Bedingung habe ich noch. Bis ich zurück bin, ist diese Mauer weg. Wenn ihr kontrollieren wollt, wer ins Gebiet kommt, dann meinetwegen, aber nicht mit so einem Trümmerhaufen. Da verscheucht ihr jeden mit. Klar?« »Ja. Jawohl. Ich werde mich so bald wie möglich daran machen. Ich weiß, dass dir das Ganze nicht unbedingt gefällt, aber ich verspreche dir, dass ich alles geben werde. Das Ganze hier können wir ja vielleicht auch als ein Neuanfang in unserem Verhältnis zueinander nutzen.« »Vielleicht. Aber egal, was du tust, ich werde das, was du in der Menschenwelt getan hast, nie vergessen und dir auch niemals verzeihen. Aber zumindest die Feindschaft könnte hier enden. Je nachdem, was du als nächstes tust.« Ohne auf eine Antwort zu warten, verließ Ivy den Bau. »Latias, Shinux, Bulbi, Funkenherz, Spark, kommt. Wir haben eine andere Welt zu bereisen.«